Knapp zwei Wochen nach dem Verschwinden des Profifußballers Emiliano Sala bei einem Flug über den Ärmelkanal ist das Flugzeugwrack jetzt gefunden worden. Die abgestürzte Propellermaschine wurde von einem privaten Wracksucher entdeckt, der die Suche aufgenommen hatte, nachdem vor Tagen Wrackteile an der französischen Küste angespült worden waren. Die Familien Salas und des Piloten seien informiert. The wreckage of the plane. Das Wrack des Flugzeugs mit Emiliano Sala, das von David Ibbotson gesteuert wurde, ist gefunden. Es wurde heute am frühen Morgen von meiner Crew entdeckt. Die britische Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen hat ein Schiff zu der angegebenen Position bewegt. Jetzt soll der Fund mit einem Rover, einem ferngesteuerten Tauchroboter, identifiziert werden. Der 28-jährige argentinische Fußballer war vom französischen Nantes unterwegs nach Cardiff, um sein Antrittsspiel beim walisischen Verein Cardiff City zu geben, als sein Flugzeug am 22. Januar über dem Ärmelkanal verschwand.